Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist Freitag und ich habe gerade begonnen, ich habe mir gerade eine Pizza in den Ofen gemacht. Ich hatte gerade so Lust drauf und jetzt bin ich noch hier im Schlafzimmer, weil ich habe ja hier noch diesen letzten Karton mit den Friseursachen, den ich noch, ich konnte den ja nicht mehr heben, weil alles schon, der ist ja schon komplett zerfallen. Und gerade will ich den ordnen und packe da so ein bisschen aus und ich habe noch kleinere Schachteln und werde halt dann die Sachen in den kleineren Schachteln verstauen, beziehungsweise werde das mal ein bisschen ordnen von, ich habe halt so private Friseursachen sozusagen, also Sachen, zum Beispiel auch Farben oder meine Handtücher oder ich habe Umhänge, die ich halt so für zu Hause benutze und dann habe ich natürlich meine Friseursachen, die ich halt für die Arbeit benutze. Und ich dachte, ich ordne das und zeige ich aber das vielleicht jetzt mal. Ich weiß nicht, ich hoffe, es interessiert euch. Aber ich fand es jetzt mal ganz interessant hier, weil hier ist wirklich in diesem Karton alles, was ich besitze. Und ich dachte, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe hier auch sogar noch meinen Ordner, also mit den, ja, mit der kompletten Theorie und so weiter, aus der Schule. Und danke, Mali. Ich habe eigentlich alles aufgehoben, nur die, was habe ich weggeworfen, Religion und Mathe. Mathe, oder? Ich könnte sein, dass Mathe noch da ist, aber ich habe Religion hab ich weggeworfen, weil, naja, ist ja nicht so. Und das hier sind meine Noten gewesen. Ich sehe eine 3. Was war da denn los? So, ich dachte mir, oh mein Gott, das war... Ich dachte mir, ich ordne das hier jetzt mal. Ich habe jetzt hier einfach mal so meine Schüsseln. Das ist alles für zu Hause. Dann werde ich hier mal hinlegen, alles, was ich so für Arbeit benutze. Und hier werde ich so Produkte hinlegen, also Sachen wie Farben, Blondierung und so weiter. Ich habe hier noch dieses Buch. Das ist eigentlich immer ganz hilfreich. Also jeder, der Friseur lernt, es wird einem immer dieses... Was ist denn das? Miley! Oh. Hey, Mimi ist so böse manchmal. Oh, Miley! Ja, gib's ihr. Los, gib's ihr. So richtig. Also mehr. Kann manchmal so eine Ho sein, wirklich. Aber die beiden, die ärgern sich immer gegenseitig. Also da kann die eine kann nicht sehen, wenn die andere sich gerade irgendwie wohlfühlt oder so. Also nicht immer, aber die haben so ein kleines Battle untereinander. Wenn zum Beispiel auch mehr irgendwo liegt und sich putzt und so richtig in ihrem, in diesem, so richtig entspannt sich einfach nur ihrem Putzen hingibt, dann kommt Miley und wusch, haut ihr so eine rein. Und gerade was umgekehrt. Miley in dieser Schachtel kommt mehr und schlägt einfach drauf zu. Aber das ist so, okay, das sah jetzt schon krass aus. Ich, oh mein Gott. Aber das ist so, sie tun sich nichts. Also ist alles gut. Aber manchmal fighten die sich so ein bisschen, weil die sich das gegenseitig irgendwie, ja, die geben sich's immer richtig zurück. Ich rede über euch. Mehr. Ich rede über dich. Ja, mehr. Ich rede. Ja. Mimi. Ja. Du kleine Ho. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Genau. Dieses Buch ist halt immer recht hilfreich und das wird einem eigentlich immer empfohlen. Und ich habe halt hier eben auch so Sachen wie eben noch so, ja, so Bücher habe ich auch. Dann war ich hier mal bei einem Paul Mitchell Schneideseminar, da habe ich mir auch die Unterlagen aufgehoben. Und ich habe hier noch Unterlagen vom dritten Lehrjahr, weil ich habe die Lehre, also ich habe die Ausbildung auf 2 Jahre gemacht und musste mir halt dann einen Teil, also den Teil aus dem dritten Lehrjahr musste ich mir dann halt selber beibringen und habe halt hier noch meine ganzen Notizen, Unterlagen und so weiter vom dritten Jahr. Ist dann natürlich nicht mehr so ein fetter Ordner geworden, sondern ein bisschen weniger, aber ja, das sind meine Unterlagen.
Dann habe ich hier so diverse, ja, so Balayage-Teile. Das habe ich bei Shein bestellt. Das war sogar so ein Dreier-Set. Das ist für zu Hause. Dann habe ich hier noch so ältere Handtücher. Ah, cool, Wattepads. Die gehören eigentlich hier nicht hin. Ja, hier haben wir einmal 4%. Ah, das ist eigentlich meine Wasserflasche für die Arbeit. Aber dann habe ich mir bei Shein noch die bestellt. Die sieht auch so schön aus. Handschuhe, auch für zu Hause. Hier noch so eine, auch für zu Hause. Noch ein bisschen Bandierung, aber ich benutze immer die hier von Schwarzkopf. Die benutze ich immer für meinen Ansatz. Die benutze ich eher so zum Strähnen machen, wenn es nicht so hell, also wie soll ich sagen, wenn es nicht so weiß werden soll, weil ich habe tatsächlich immer so das Gefühl, wie soll ich sagen, dass die hier, also man merkt schon, wenn man irgendwie teurer einkauft, so als jetzt hier die da. Und ja, die ist trotzdem gut, die macht natürlich ihren Job, aber so für weiß-weiß benutze ich irgendwie immer lieber die hier. Dann habe ich noch dieses Buch, das mussten wir uns damals auch in der Ausbildung kaufen. So, und hier habe ich jetzt neue Clips mir letztens mal bestellt. Wo habe ich die eigentlich bestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Neue Clips. Dann habe ich hier von, den habe ich bei Shein gekauft, einfach meine Pinsel, der ist für zu Hause. Und, oh je, oh je. Hier sind noch vom Duschvorhang. Seht ihr, das ist meine Ordnung. Also das ist Umzug. Was macht bei den Haarfarben bitte diese Klammern vom Duschvorhang? Meine Güte, das muss weg. Das kann weg. Ja, ich habe hier eigentlich. Oh, cool, meine Dyson-Fernbedienung. Ja, die habe ich ja auch schon gesucht. Ja, hier ist eigentlich so. Hier sind so meine Farben so ein bisschen drin. Und auch mein Henna. Das hier ist immer meine Trinkgeldkasse. Folie. So, und dann, das muss ich euch ja nicht erklären. Man sieht ja, was es ist. Krass, ey, eine ganze, ja, ganzer Korb voll mit Directions und sowieso Farben auch wieder und so. Also, das muss auch zu den Produkten. Mal ist mir ein Ei. Hier habe ich noch so ein Balayage-Dings. Random eine Bürste. Dann habe ich hier meine Ladekabel für meine Maschinen. Als Konturenmaschine habe ich die hier. Die benutze ich schon mein Leben lang. Also die hatten wir schon in meiner Ausbildung im Salon. Die hatten wir gefühlt in jedem Salon, in dem ich bisher gearbeitet habe. Und das ist auch diese Maschine, die ich immer für meinen Pony zum Beispiel zum Schneiden benutze. Also die ist wirklich top. Und das hier ist nochmal eine große Maschine, auch von derselben Marke. Und die, also die habe ich hier eben drin mit den Aufsätzen. Ja, bei diesem Balayage-Dings war noch diese Schüssel dabei, die benutze ich aber eigentlich auch gar nicht. Dann habe ich hier diese Bürsten. Melli, los. Lisa, los. Die lege ich auch zu meinen Arbeitssachen, weil, genau, diese Bürsten, oh, Entschuldigung, Maus. Diese Bürsten benutze ich halt immer für die Arbeit. Dann habe ich mir mal die hier gegönnt. Die waren echt mal sehr, sehr teuer. Aber ich mag die gar nicht. Pff, Gott, die haben jetzt den Umzug. Das ist jetzt vom Umzug. Scheiße. Sieht nicht mehr schön aus. Da habe ich mir so drei verschiedene Größen bestellt von denen hier. Aber die sind nicht so. Ich finde die. Das hier ist zu rutschig. Und gleichzeitig, um da richtig anziehen zu können, sind sie zu schwer. Also sie sind sehr schwer und haben halt hier am Griff keinen Grip. Also man rutscht hier sehr schnell ab. Also ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Lasse ich auch hier für zu Hause. So, ich musste mal eben meine Pizza essen. Jetzt geht's weiter. Hier habe ich noch, ja, diverse Pinsel. Dann habe ich hier alle meine Kämme und so Sachen. Diese Bürste hier, die ist auch, glaube ich, habe die doppelt. Die kommt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die für zu Hause. Und dann habe ich noch eine für die Arbeit. Dann habe ich hier so diesen Pinsel für die Arbeit. Und hier sind so Scheren und Kämme drin. Das muss ich gleich mal ein bisschen aussortieren, weil es sind auch Kämme dabei, die einfach mal weg müssen.
Ansonsten habe ich noch diese Bürste, aber ich glaube, die lasse ich auch zu Hause. Ich hatte die immer in der Arbeit, aber die ist gar nicht so der Wahnsinn. Also ich habe einmal die hier. Ja, das sind einfach so ganz normale Rundbürsten. Die sind, mit denen bin ich aber recht zufrieden, auch hier mit dem Griff. Die habe ich immer in meiner Arbeit mit dabei. Dann habe ich diese beiden Bürsten, die sind von Tichy. Das sind somit meine Lieblingsbürsten. Diese beiden sind die besten, die ich habe. Einmal die in Schwarz und die in Gold. Also die müssen auf jeden Fall auch mit. Und dann habe ich hier noch, da müsste eigentlich auch noch eine kleinere da sein. Ja, auch nochmal so Rundbürsten. Keine Ahnung. Ich muss mir mal überlegen, ob ich noch alle mitnehme in die Arbeit. Dann nehme ich mit die hier mit. Und dann haben wir hier, die ist auch richtig geil. Die kleine hier ist auch von Tichy, glaube ich. Also die von Tichy sind echt mega. So, ich habe jetzt hier einmal so, ich habe mir mal dieses Jaguar Calm Set gekauft, aber da bin ich auch nicht mehr so Fan von. Aber die sind noch gut, aber die behalte ich so für zu Hause. Dann habe ich hier so Klammern, die ich auch nicht so geil finde. Die bleiben auch für zu Hause. Und hier sind zum Beispiel meine Kämme, die ich alle gut finde, die ich für die Arbeit brauche. Das ist einmal der hier, der. Dann habe ich hier so größere, einen so einen ganz dünnen Kamm, einen ja, normal großen. Der hier sieht leider schon etwas mitgenommen aus. Das ist tatsächlich auch noch so der einzige, den ich aus diesem Set benutze. Und den brauche ich immer wegen dem hier hinten. Und ja, also die sind wichtig. Dann habe ich hier Scheren, die sind alle schon alt und wirklich, die sind nicht mehr so. Die benutze ich, wenn überhaupt, nur noch so für zu Hause, aber. Das sind alte Scheren. Hier habe ich noch eine alte Olivia Garden Schere und die habe ich sogar mal in der Ausbildung geschenkt bekommen. Also die sind wirklich schon sehr, sehr alt. Und dann habe ich hier noch, ich liebe diese Klammern immer. Also die sind mir viel lieber als diese normalen. Und hier habe ich noch so ein Razer-Teil. Also so Sachen so fransig. Hier unten ist das Messer. Also dann kann man so Sachen so fransig schneiden. Genau, also das hier bleibt auf jeden Fall auch hier zu Hause. Und das ist auf jeden Fall, sind die guten Kämme. Dann habe ich hier noch meinen Stielkamm. Der ist auf jeden Fall auch wichtig. Voll ärgerlich, dass der hier vorne schon gebrochen ist. Dann habe ich hier noch einen Zehntelkamm. Einen lasse ich auf jeden Fall zu Hause. Und genau, dann habe ich hier eigentlich, das sind so meine Lieblingsklammern. Vor allem, wenn die noch so nicht so eine glatte Oberfläche haben, sondern hier so ein bisschen diese gummiartigere Oberfläche. Das hier ist eigentlich, ne, das geht auch. Ja, die mag ich halt nicht so gern. Die hier, das sind meine Faves. Und dann habe ich hier noch, ja, die Schere, die ich jetzt als letztes immer benutzt habe. Muss ich mir aber jetzt auch mal um. Also ich will mich nach was Neuem umgucken, auf jeden Fall. Und ich zeige sowas immer super ungerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil einen Leute dafür immer verurteilen. Was sowas betrifft, weil, ja, so, ich habe schon oft. Ich habe einmal so ein Video gemacht, wo ich meine Sachen gezeigt habe. Da habe ich auch eine Olivia Garden Schere gezeigt und alle so, mit so einem Scheiß schneidest du die Haare. Zu dir würde ich nicht kommen. Bla bla bla. Deshalb zeige ich das eigentlich sehr ungern, aber ja, ich weiß noch nicht, was ich mir als nächstes hole. Ich muss mal gucken, aber ja. So, ich habe jetzt alles für zu Hause in diese Schachtel hier gepackt. Und genau, hat eigentlich alles reingepasst. Also diese Sachen. Und hier hinten habe ich noch Handtücher und so. So Leute, ich bin jetzt tatsächlich hier einigermaßen durch. Es stehen halt jetzt hier diese Friseurschachteln und noch diese zwei Umzugskartons. Und wie gesagt, hier müssen noch Körbe und generell Deko halt auch so ein bisschen. Aber jetzt hat alles soweit erstmal so ein bisschen so seinen Platz gefunden. Ich überlege gerade, ich habe im Keller unten noch einen Fernseher, ob ich den Fernseher hier hinstellen soll. Also hier drauf. Eigentlich hatte ich nämlich gedacht, vielleicht mir einen Beamer zu holen, weil Conzi hat auch einen, und den hier dran zu machen und dann diese Wand hier so zu nutzen.
Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die Wand überhaupt reicht. Ob ich das Bild vom Beamer entsprechend dann so klein einstellen kann, dass mir dieser Fleck hier an Wand reicht. Weil dieses Regal ja doch relativ breit jetzt ist. Ja, da werde ich mal gucken. Ich will hier auf jeden Fall, wie gesagt, noch Körbe, damit die Klamotten halt nicht einfach so rumliegen. Also ich finde, das sieht dann aufgeräumter aus. Und ich will halt auch hier ganz viel mit Pflanzen noch machen. Pflanzen und so, einfach ein bisschen Deko noch. Gott sei Dank, Puppy. Gott sei Dank ist jetzt wieder sauber. Ordentlich. So, Leute. Ich habe mich gerade fertig gemacht, so ein bisschen zumindest, weil ich möchte. Ich habe jetzt spontan entschieden, dass ich zu Butlers fahre, genau. Und zwar denke ich, ich muss mal gucken, wo ich zuerst hinfahre. Ich plane irgendwie oder ich schwanke zwischen zwei, vielleicht fahre ich auch zu beiden. Muss mal gucken. Denn, ja genau, wie schon gesagt, ich will drüben ja für das Regal noch ein bisschen Deko. Und das Ding ist halt, online ist immer so schwierig. Ich hoffe, ich habe letztens nicht so genau geguckt, dass Butlers schöne Kunstpflanzen hat für das Regal. Und ansonsten, ja, gucke ich dann nochmal ein bisschen eben für das Regal drüben. Vielleicht haben die auch Körbe. Ich weiß es nicht. Aber ich will bei Butlers als erstes gucken. Man könnte theoretisch noch zu dänischen Bettenlager oder wie auch immer. Aber ich will zuerst bei Butlers, weil die halt. Ich liebe Butlers. Butlers hat so schöne Sachen. Und von daher will ich da als erstes gucken. Und ich will aber irgendwie vor Ort schauen und nicht im Internet. Ich habe nämlich vorhin schon kurz gegoogelt, aber das ist ein bisschen. Ja, es ist so schwierig immer, das so über online zu beurteilen. Ist es schön, ist es nicht schön, passt es nicht. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, hinzufahren, dann mache ich das jetzt. Und ja, ich nehme euch wieder so ein bisschen mit, so gut es geht, keine Ahnung. Aber auch wieder nur mit dem Handy. Ich hab einfach keine Lust mit Kamera. Ach, das ist so, ich weiß, die Qualität vom Handy ist dann immer nicht so die beste. Aber ich muss sagen, ich habe immer keine Lust mit Kamera was zu filmen, weil ja, das ist immer dieses. Ich habe Handy, eigentlich hat mein Handy eh immer in der Hand. Und dann filmt es sich halt mit dem Handy direkt viel leichter, als wenn ich dann noch die Kamera auspacken müsste. Vor allem, zumal es auch oft so ist, man macht eh Sachen schon in die Insta-Story. Und dann muss ich manche Sachen erst in die Insta-Story, dann muss ich sagen, okay, Handy in die Tasche, jetzt Kamera raus, für den Vlog nochmal filmen. Und so für, ja, und mit Handy macht man es halt alles in einem. Von daher, jetzt geht's los. Und dann mal gucken, ob ich was Schönes finde. Ich hoffe es. Oh mein Gott, Leute, das ist es geworden. OMG. Aber es sind so schöne Sachen. Oh mein Gott, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und auch wenn ich jetzt hier echt, ja, die letzten Tage bei Butlers viel Geld ausgegeben habe. Aber
Ich finde, das sind dann Dinge, die kauft man nur einmal. Als wenn man sich mit irgendwas Zweiklassigem, finde ich, immer zufrieden gibt. Ich will mich jetzt hier gar nicht rechtfertigen dafür, dass ich Geld ausgegeben habe oder so. Aber ich muss mich gerade von mir selber rechtfertigen, weil ich schon mir denke so, okay, fuck. Aber ja, es ist ja wirklich einmal wirklich was Schönes und Besonderes gekauft. Dann hat man auch, finde ich, so ganz lange Freude dran, denke ich mir. Und Tarzan oder so. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mir hier gekauft habe. Please don't judge me. Erstmal künstliches Gras geholt. Also ich fand das hier zum Beispiel ganz schön. Ich glaube, das mache ich drüben noch im Wohnzimmer mit in die Vase. Und dann habe ich hier das gefunden. Also das ist schon echt nicht günstig. 4 Euro kostet dieses Teil. Viele denken auch immer, ich kaufe keine echten Pflanzen wegen meiner Katzen. Ich meine, das ist natürlich trotzdem noch gut, dass die dann nicht echt sind, weil dann muss ich da auch nicht aufpassen oder so. Aber ich will halt die Pflanzen auch hinstellen, wo ich will. Und wenn ich die jetzt hier in die dunkelste Ecke stellen möchte, dann muss es auch, dann möchte ich das so machen. Und dann muss ich nicht drauf gucken, wo muss die stehen, damit die genug Licht bekommen und so weiter. Also ich will die hinstellen. Randy, lass es doch. Ja, wo ich will. Dann habe ich hier nochmal diese goldene Vase geholt, weil ich fand die drüben schon so schön und von daher dachte ich mir, hole ich die für hier auch noch. Dann habe ich was richtig Cooles gekauft und zwar diese Lampe. Die möchte ich auch hier hinten ins Regal stellen. Die sieht so aus und das hier ist halt jetzt diese kleine Kasten, dieser Fuß hier. Und dann habe ich hier drin auch noch, ich glaube sogar die gleiche Glühbirne dazu gekauft. Muss man leider extra kaufen. Aber ja. Ich habe hier im Schlafzimmer eigentlich kein so Farbkonzept, nicht so direkt wie zum Beispiel drüben im Wohnzimmer. Aber trotzdem, der Spiegel hier ist ja auch Gold und so. Und eigentlich ist alles schwarz. Also das Bett ist ja auch dunkelgrau, diese Kleiderstangen sind schwarz, die Vorhänge sind schwarz, die Tapete ist ja auch so schwarz mit Kupfer. Also kann ich bei Deko eigentlich machen, was ich will. Und ich möchte aber trotzdem fürs Bett so dunkelgrüne Kissen, glaube ich. Also ich hätte ja letztens eigentlich schon Kissenbezüge bestellt, aber die habe ich ja wieder zurückgeschickt, weil die waren echt nicht schön. Die waren echt nicht schön. Und ja, deshalb habe ich hier eigentlich kein so richtiges Farbkonzept und deshalb wollte ich von der Deko auch mehr so ins Gold und in dieses Grünliche gehen. Also hier zum Beispiel auch mit diesem, das ist zwar mehr so in so ein bisschen Türkisgrün, aber ich dachte, ich fand es so schön, es ist einfach so schön. Ich bin zu Butlers rein. Mein erster Gedanke war wieder, es ist alles schön. Alles ist schön. Dann habe ich hier so eine ähnliche Vase wie drüben. Drüben sind die ja so richtig grün, Gold. Und die hier ist auch wieder mehr so türkisgrün, Gold. Also passt dann auch wieder ganz gut zu dem. Dann habe ich ja gesagt, will ich mir Körbe holen für meine Klamotten. Also da habe ich jetzt einmal diesen Korb hier geholt. Und die hier sind ja richtig schön, oder? Also ich wollte zwar, also ich habe jetzt von denen 3 Stück geholt. Ich glaube, da mache ich so Hosen rein. Und ich mache das jetzt gleich mal. Also ich muss es gleich mal versuchen, irgendwie anzuordnen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht noch mir eine Kiste kaufe. Also eine, die, so eine unscheinbare Kiste oder so, die ich dann hier noch unter die Kleiderstangen irgendwie reinmachen könnte. Also irgend so eine. So eine Aufbewahrungskiste halt. Und ich könnte theoretisch hier unter den, ich könnte auch diese Kleiderstange hier noch ein Stück weiter nach oben schieben. Dann habe ich hier unten drunter noch ein bisschen mehr Platz. Und dann könnte ich nämlich noch, falls noch von diesen Klamotten irgendwas übrig bleibt, was jetzt nicht mehr in solche Körbe passt, könnte ich das noch unter die Kleiderstange reinmachen. Das sind zwar jetzt aktuell die Schuhe, aber die könnte ich noch ein bisschen zusammenrücken. Dann würde da auch noch eine Kiste reinpassen. Damit ist, ich will es auch nicht zu voll stellen, das Regal. Noch so ein Wedel. Dann habe ich noch diesen Topf hier. Der sieht auch so schön aus. Oder? Das ist, ich finde, das ist so schön. Nur wie gesagt, da bräuchte ich halt auch, da hätte ich gerne so Aloe Vera Pflanzen. Dürfen auch ruhig gerne irgendwie künstlich sein. Aber das würde da eigentlich ganz hübsch aussehen drin. Dann habe ich nochmal so einen Korb, wie den eben schon. Und das hier ist so ein bisschen so ein, ja, ihr seht es. Das hier ist noch die Glühbirne für diese Lampe. Jetzt würde ich sagen, kann ich mal gucken, wie ich was abordne.
Okay, Leute, es sieht so schön aus. OMG. Also ich habe jetzt hier tatsächlich alles eigentlich reingebracht. Ich habe hier noch lange schwarze Hosen, lange bunte Hosen. Genau, und ansonsten sind jetzt hier in diesem Korb kurze, bunte Hosen. Dann habe ich hier schwarze, kurze Hosen. Hier sind meine Tops. Und ich glaube, hier sind noch die bunten Tops. Und hier oben, was ist denn da oben? Nochmal schwarze Hosen? Ja, genau, hier oben sind auch noch schwarze. Genau, das sind so Stoffhosen, so für Arbeit zum Beispiel. Und ich zeige es euch mal von Weitem. Also ich finde, es ist richtig gut geworden. Es sieht richtig schön aus. Wow. So, es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich versuche mal so weit wie möglich wegzugehen. Ja, jetzt seht ihr es. Wow. Jetzt muss ich gleich noch die Lampe hier ausprobieren. Ich muss mir nur hier eine Verlängerung bauen, weil ich nämlich hier an dieser Wand keine Steckdose habe. So Leute, und so sieht noch die Lampe aus. Finde ich es auch richtig schön. Wow. Wow, run with me. Schön, schön. Schön, schön. Ist das schön? Ja. Oh mein. Thank you.